Hallo, merkt ihr das denn gar nicht? Was denkt ihr euch eigentlich dabei, wenn ihr solche Beiträge macht? Könnt ihr nicht recherchieren? Dürft ihr nicht recherchieren? Oder was sollen wir davon denken, wenn wir permanent angelogen werden? Wo es wirklich ernst wird, ist die Aussage des obersten Militärs der Amerikaner, Martin Dempsey, Generalstabschef der US-Streitkräfte. Also für die, die nicht wissen, was ein Generalstabschef ist, das ist der Chef der Generäle. Das ist derjenige, der das, was Obama verlautbart, umsetzt. Und der hat in einer Podiumsdiskussion im Aspen-Institut allen Ernstes Russlands Verhalten in der Ukraine mit dem Verhalten der Sowjetunion 1939 gezogen. Russland hat kein Land in den letzten Jahrzehnten überfallen oder angegangen. Aber was hat Amerika gemacht? Amerika hat in den letzten Jahrzehnten ungefähr 70 Kriege und Militärinterventionen vom Zaun gebrochen, mit schätzungsweise ungefähr 20 Millionen Toten, hat auf der ganzen Welt 800 Militärbasen eingesetzt und herrscht mehr oder weniger über 120 Länder auf dieser Erde. Und was macht jetzt der amerikanische Kongress? Die arbeiten allen Ernstes an einem Gesetz, das nennt sich Russian Aggression Prevention Act 2014. Auf Deutsch also ein Gesetz zur Verhinderung der russischen Aggression. Und da geht es darum, offiziell Kapitel 305, dass die Energieunabhängigkeit der europäischen und eurasischen Länder gefördert wird. Also im Endeffekt, dass die US-Konzerne, die Energiekonzerne sich das Öl in der Ukraine einsacken können. Und zwar über Fracking, eine wirklich sehr beliebte Methode in Amerika mit wachsendem Erfolg. Und vielleicht ist ja das auch der Grund, warum der jüngste Sohn des Vizepräsidenten, Joe Biden, seinen jüngsten Sohn eben Hunter Biden, in den Vorstand des größten Gasproduzenten der Ukraine gesteckt hat, nämlich Burisma Holdings. Und nicht nur das, sogar der Finanzberater der Familie Kerry sitzt auch in dieser Firma drin. Aber von einem Interessenskonflikt zu schreiben, nö. Also schauen wir uns einfach die Fakten nochmal genau an. Was gibt es für zwei Aussagen? Auf der einen Seite die Aussage des ukrainischen Militärs, der Regierung, der Geheimdienste. Es waren die Separatisten, die mit erbeuteten Flugabwehrraketen der Russen das Flugzeug absichtlich oder aus Versehen abgeschossen haben. Beweise dafür, gefälschte YouTube-Videos, Twitter-Accounts und Aussagen, die sich am nächsten Tag schon selber ad absurdum führen. Und auf der anderen Seite, was haben wir da? Wir haben Zeugenaussagen, wie dieser Fluglotse, der von den Abfangjägern berichtet hat. Wir haben Radaraufzeichnungen, die von den Russen veröffentlicht worden sind. Wir haben die Blackboxes, die nicht manipuliert worden sind, wie die Experten vor Ort gesagt haben. Und wir haben ein Motiv. Also man versucht seit Jahren mit viel Geld und Know-how und CIA und wem auch allem in der Ukraine das System zu destabilisieren. Man versucht Russland permanent in einen neuen Konflikt zu treiben. Man versucht Russland zu einem Akt der Verzweiflung zu treiben. Und irgendwann sagt man, that's the smoking gun, bang it. Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Dritten Weltkrieg. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin raus, aber ich bleib dran. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.